Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Der Bier begrüßt euch auch gerade. Ich gebe ihr mal ein paar Leckerlis. Es wird auch kein Mal-Video sein, weil ich wollte euch nur erzählen, warum gerade von mir keine Videos kommen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe Corona gehabt. Und das hat mich schon gut erwischt, muss man sagen. Und die Nachwirkungen sind noch immer da. Also ich bin jetzt, ich habe jetzt so gesehen kein Corona mehr, aber die Beschwerden und alles, die gehen noch nicht weg. Und da ich mich momentan nicht wirklich auf irgendetwas konzentrieren kann, also es geht 5 Minuten und dann ist Konzentration vorbei. Genauso wie, eigentlich habe ich ein paar vorgedrehte Videos, also meine Reise durch Europa. Ich bin noch nicht mal in der Lage, sie zu bearbeiten, die Videos, weil ich einfach zu müde dafür bin. Also es kann sein, ich habe jetzt richtig Energie und 5 Minuten später ist alles weg. Oder ich sage so, jetzt mache ich das und bin noch immer im Bett, weil einfach keine Kraft. Ich habe oft mit Kreislaufproblemen, Herzrasen, also dann extreme Zitteranfälle. Es gibt so viele Sachen, die ich habe und die immer schubweise kommen. Und ich bin momentan krankgeschrieben, weil ich habe am Montag versucht, den ersten Tag zu arbeiten und es hat nicht funktioniert. Ich habe mir nur 8 Stunden durchgequält durch den Tag. Und jetzt bin ich erstmal krankgeschrieben, also die Woche. Und ich denke, dass ich nächste Woche auch noch zu Hause bleibe, weil ich einfach nicht in die Pötte komme. Also ich habe einfach keine Kraft, sogar Kleinigkeiten wie Wäsche aufhängen. Also ich brauche für einen Wäschekorb ziemlich lange aufzuhängen. Also ich muss 3-mal Pause machen und wir reden von Pause, 1/2 Stunde sich hinlegen, weil ich total erschöpft bin. Kleine Spaziergänge gehen. Ich soll auch Spaziergänge machen, ist von meinen Ärzten verordnet. Aber kein Waldspaziergang, wo Leute mich, ich muss da spazieren gehen zum Beispiel, wo Leute mich sehen, wenn was ist, dass man helfen kann, wenn was passiert. Und ich gehe zum Beispiel in die Stadt, ich wohne ja in der Stadt eigentlich, das sind in der Innenstadt keine 5 Minuten. Und da muss ich dann mich ins Café hinsetzen, weil ich einfach total schlapp bin. Oder ich bin im Wasser, also wir sprechen hier nicht vom Schwitzen, wir reden hier im Wasser sein. Also du bist von einer Sekunde auf die andere klitschnass, also wirklich klitschnass. Du kannst kann mein Kleid ausfringen, so nass ist das. Und das Wasser tropft eigentlich so von dir runter. Also das ist ganz, ganz komische Symptome. Und die sind leider noch da. Also sprich, jetzt rede ich gerade mit euch, meine Stimme, mein Geruch und Geschmack sind noch nicht so 100%ig da. Ich kann zum Beispiel sehr scharfes und sehr bitteres schmecke ich. Und sagen wir mal jetzt Oliven oder Feta-Käse ist für mich alles parfümiert. Also schmeckt nach Parfüm. Manche Sachen kann ich schon wieder etwas riechen und etwas schmecken, aber es ist nicht viel, sagen wir mal so. Ich wollte euch nur kurzes Update machen. Ich will auch gar nicht, dass das Video zu lange ist. Ich merke jetzt schon, wie mein Kopf kurz vorm Explodieren ist. Ich wollte euch nur zeigen, dass meine Bücher sind ja gekommen von Rita Beermann. Ich habe angefangen, ein bisschen drin zu malen. Und ich muss sagen, ich komme einfach nicht voran, weil mein Kopf einfach das nicht schafft. Ich sitze hier, ich zeige euch mal. So weit bin ich gekommen und jetzt quäle ich mich. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich male in dem Buch jetzt nicht. Was ich zwischendurch gemalt habe, wo ist denn das? Wie immer darf hier die Tüte-Datei nicht fehlen. Ich habe ein Bild von Mariola Budekart. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Das war mal so als kostenloses PDF, konnte man sich bei Facebook so runterladen. Das habe ich dann ausgemalt. Ich habe neue Stifte, weil ich für meine Mama zu Weihnachten, die waren im Angebot bei Amazon und die habe ich jetzt gekauft, um zu gucken, auch wie die so sind, weil ich schenke die auch meine Mama zu Weihnachten. Und das habe ich damit ausgemalt. Der Hintergrund ist mit
Na, wo sind die? Mit diesen hier gemalt. Das Bild habe ich gemalt. Das war, weil das ziemlich groß ist, war das nicht so anstrengend. Und dann habe ich in diesem Buch was angefangen. Da bin ich jetzt so weit gekommen, da habe ich jetzt gerade keinen Kopf mehr dafür. Da warte ich jetzt, bis, ja, bis mein Kopf wieder funktioniert. Mit was ich mich gerade beschäftige, ich habe doch euch mal in einem Video gezeigt, dass ich mir solche Mappen geholt habe, weil ich damit was vorhabe. Und zwar mache ich dieses, oder ich möchte im Oktober damit anfangen, mein Geld richtig zu planen, verplanen, planen, sparen. Und da gucke ich mir gerade so Videos an und das sind dann so, wo ich dann mir meine Sparsachen, wie sagt man, seht ihr, das ist auch momentan, dass ich einfach extreme Wortfindungsstörung habe, dass ich vergesse, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist auch ganz schlimm geworden, weil ihr kennt ja von mir, dass ich eh so ein bisschen Schwierigkeit habe manchmal, obwohl ich weiß, wie die Sachen heißen. Und jetzt ist es so verstärkt, ne? Dass es mir entfallen einfach die Wörter, dass ich, als ob ich Alzheimer hätte. So fühlt sich das manchmal an. Auf jeden Fall zu budgetieren oder wie das heißt, ich kann das Englische nie richtig aussprechen. Auf jeden Fall bereite ich hier jetzt so meine Umschläge vor, die tue ich ein bisschen gestalten. Habe ich das Teil hier in der Nähe, dass ich euch so ein bisschen zeigen kann, was ich damit meine. Ja, das ist hier. Aber das wird noch ein bisschen schöner gemacht. Das ist jetzt nur so grob. Ich denke, bis Oktober werde ich damit fertig sein. Dann gestalte ich sie mir so vor. Und hier kommen dann zum Beispiel die Ersparnisse fürs Auto, also tanken. Da kommt das Tankgeld rein. Und so gestalte ich mir die Teile. Und da kann ich auch nicht die ganze Zeit am Stück damit mich beschäftigen, weil ich mich, wie gesagt, nicht konzentrieren kann. Und ein paar habe ich jetzt schon geschafft. Ein paar muss ich noch machen. Und das mache ich so nach und nach. Ich wollte euch nur ein kurzes Update geben, was bei mir los ist, warum keine Videos kommen. Ich versuche heute das eine Video fertig zu machen, dass es jetzt Teil 9 ist dann. Ja, und mir fehlen eigentlich noch, ich kann euch gerne zeigen, ich habe ja schon ein paar vorgedreht, wie gesagt, die sind ja auch schon, dazu muss ich das Video, vielleicht mache ich das nachher, dass ich das mache, vielleicht schaffe ich das heute mal und hier habe ich ja auch schon 4 vorgearbeitet, aber momentan geht es halt nicht mehr. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Ja, dass die Video mal nach und nach komme. Jetzt fange ich schon wieder an. Ich kriege Atemnot, also dass ich sehr schlecht Luft bekomme. Und dass ich merke, wie schon der Körper wieder anfängt, Wasser zu produzieren, sage ich mal, weil anders ist es ja nicht. Also ihr Lieben, ich wünsche euch was. Passt auf euch bitte auf. Und ja, und bis zum nächsten Mal würde ich sagen, ciao, eure Helene.